Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Gran Turismo Sport. Ja, es ist soweit. Nach langer, langer Wartezeit ist der neue Gran Turismo Ableger jetzt endlich rausgekommen und damit ist der erste Gran Turismo Titel für die PS4. Und wenn wir überlegen, wie lange diese Konsole mittlerweile schon draußen ist, ist das schon hart. Aber ist egal, wir sind endlich da zum großen E-Sport-Titel, nennen wir mal. Auch wenn wir jetzt in der ersten Folge erstmal uns ein bisschen den Singleplayer angucken werden, weil der gibt's ja auch noch. Und ja, ich muss sagen, echt Bock drauf. Wir werden also schön ein bisschen Gran Turismo Sport hier auf der PS4 zocken. Ich habe eine normale PS4, keine Pro. Und vorweg, ein paar Sachen haben wir uns schon angeschaut, zum Beispiel unter anderem die ersten Missionen, etc. Die konnte man ja schon in der Demo zocken und die ganzen Spielstände übernehmen. Das haben wir jetzt hier auch getan. Dementsprechend, wenn ihr den Fotomodus und allem nochmal ein bisschen getestet sehen wollt, die werden wir hier natürlich auch benutzen, dann kann ich euch auf jeden Fall die Demo-Playlist empfehlen. Die werdet ihr oben unter dem i finden. Da könnt ihr einmal draufklicken und könnt euch die dann einmal anschauen und schon mal Sachen angucken, die wir uns vielleicht vor diesem Let's Play angeschaut haben, weil, wie gesagt, ein paar Sachen haben wir schon gemacht und Gran Turismo Sport hat es ermöglicht, eben Sachen von der Demo ins fertige Spiel zu übernehmen und ja, da sagen wir natürlich nicht nein, weil da haben wir natürlich auch ein bisschen Fortschritt gehabt und den wollen wir natürlich nicht nochmal machen, weil es wäre auch ein bisschen langweilig. Aber ja, wir haben erstmal jetzt noch schön zum Start den Mitsubishi Lancer Evo 10 in der Final Edition bekommen. Die Dinger werden auf Dauer, denke ich, gut teuer werden, weil es da nur eine limitierte Stückzahl gibt. Das ist auch wirklich der allerletzte Evo 10 oder allerletzte Evo und ja, danach wird es keinen mehr geben. Mitsubishi hat das leider eingestellt, was ich sehr traurig finde und ja, das ist nicht okay, muss man sagen. Gut, egal. Den nehmen wir doch einmal schön mit, würde ich sagen. Und ja, wir haben einen Bonus bekommen. Nebenbei, ich habe die Day One Edition. Die gibt's auch mittlerweile aktuell nur zu kaufen. Ich war bei uns im Saturn. Die hat die Day One und die Special Edition. Die waren dann doch ein bisschen teuer, weil ich brauche auch kein Steelbook und sowas. Ich habe mir da kaufen müssen, weil von Sony nichts kam. Also von PlayStation bzw. der Marketingagentur, die sich eigentlich darum kümmert, den Presseleuten Keys zuzuschicken. Da kam nichts. Dementsprechend bin ich heute Morgen selbst hingegangen und dachte mir so, komm, scheiß drauf, kannst du jetzt auch mal kaufen. Und ja, in dieser Version haben wir einmal, was gibt's zu sagen, wir haben ein paar Bonusspielobjekte, wir kriegen also Spieler-Icons, Logos, die du als Spieler bei der PlayStation machen kannst. Dann bekommen wir 250.000 Credits schon mal zum Start, auch nicht schlecht. Wir haben Lackierungen, gibt's ein paar extra Sticker, die wir nutzen können. Wir haben einen Chrom-Rennhelm und 60 Avatare eben für die PS4. Das sind die Sachen dabei und wir haben unten noch einen Bonus, den wir uns doch auch direkt mal schön abholen wollen. Und wir sehen auch schon 367.000 Credits haben wir im Moment und es ist schon mal nicht so schlecht. Und wir haben einen Boni bekommen. Ja, Preisgeld haben wir hier schon was bekommen, weil wir ja die 250.000 bekommen haben. Sie verdienen Erfolgspunkte auf Basis des Preises, dass sie gewinnen. Ja, haben wir hier schon was gewonnen. Gibt's nochmal 2 Meilen drauf. Erklären wir nochmal, diese Punkte zeigen an, wie weit sie gefahren sind. Sie können diese Punkte im Meilenshop für Gegenstände eintauschen. Und dann gibt's nochmal ein bisschen Erfahrung oben drauf. Die Stufen wird komischerweise nicht übernommen, oder? Ah, doch, die Stufe übernimmt er. Ah, guck mal an, oder? Waren wir Stufe 5? Ich weiß nicht, welche Stufe wir waren bei der Demo. Kann sein, dass die Stufe nicht übernommen hat. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er das nicht tut. So, Belohnung freigeschaltet. Das gab's nämlich nicht bei der Demo. Da hast du für die Stufe nichts bekommen. Da war ich auch ein bisschen irritiert. Gibt's in der Vollversion Gott sei Dank schon. Stufe 2 Belohnung freigeschaltet. Arcade-Strecke, Autodrom, Lago Maggiore. Dann Stufe 3 haben wir Kyoto Driving Park als Arcade-Strecke. Sardinia für Stufe 4. Und wir haben einen Meilenstein erreicht. Sehr gut. Damit haben wir bekommen, Fahrausrüstung können wechseln, Helm, Anzugsdesign erstellt und nochmal eine weitere Arcade-Strecke haben wir auch bekommen. Mein Gott, wir werden direkt jetzt zugebollert zum Start des Videos. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz kurz in den Lackierungseditor, weil wir können nicht unseren Helm anpassen. Und wir haben einen Chromhelm und den wollen wir natürlich dann eigentlich auch nutzen, würde ich sagen. Da, neues Design. Warte, wo können wir den Chromhelm denn nutzen? Das ist die Frage. Okay, mal, gehen wir mal drauf, Design öffnen, weil wir haben Chromhelm bekommen, zum Beispiel das hier, und den hätte ich doch ganz gerne, muss ich sagen, weil, Chromrennhelm steht nämlich hier, den hätte ich doch gerne, ne, den Chromrennhelm, da muss ich sagen, hätte ich doch ganz gerne, Farbpalette. Würde ich jetzt fragen, wo ich hier Chrom herbekomme, weil das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht, weil das ist nicht der Chromrennhelm, ich weiß nicht, wie ich den bekomme, weil hier können wir es theoretisch einstellen. Optionen, nee. Okay, keine Ahnung. Wir wissen nicht, ich weiß nicht, wo ich in den Chromhelm jetzt rankomme. Ist egal. Wir lassen unseren Fahrer erstmal weiß. Das ist doch okay. Und wir gehen mal erstmal in den Meilenshop. Wir haben ein paar Meilen. Ich will mal gucken, was wir dafür kaufen können. Da habe ich nämlich in Demo noch nicht reingeschaut. Und da kriegen wir Fahrzeuge für. Guck mal an, da kriegt man besondere Fahrzeuge für. Das Roadcar hier, Corvette C7 Gruppe 3 Roadcar bekommen wir hier für 2500 Meilen. M4 Safety Car gibt es zum Beispiel. Dann gibt es auch Räder, können wir dafür kaufen. Auch nicht schlecht. Und hier oben auch noch, ja, andere Halterung für unseren Fahrer, Fahrzeugfarben können wir kaufen, andere Sticker und auch noch hier zum Beispiel eine Metallic GT-Helm. Auch nicht schlecht, würde ich sagen, aber die Corvette, die reizt mich schon. Da müssen wir mal gucken, dass wir noch ein paar Meilen sammeln. Und deswegen gehen wir jetzt mal in die Kampagne. Das ist nämlich der Singleplayer-Anteil, der nicht so geil ist. Die Mission hat er komischerweise nicht übernommen. Ah, Mission hat er nicht übernommen. Fortschritt hat er nicht übernommen. Okay, nee, Fortschritt hat er nicht übernommen. Der hat nur unsere Meilen und Credits übernommen. Also theoretisch können wir das jetzt hier alles nochmal neu fahren.
Das ist ja schön. Ich habe gedacht, das übernimmt er auch, aber er hat wirklich also nur unsere Goodies, die wir verdient haben, übernommen. Na gut, auch nicht schlecht. Das sind einmal die Missionen, die wir machen können. Aber was mir, was ich gefunden habe, dass man die Streckenerfahrung erstmal machen sollte, weil die bringt anscheinend schon mal gut Cash zum Start und wir brauchen Geld, weil Fahrzeuge kosten im Spiel ein bisschen was und wir wollen natürlich auch ein bisschen Fahrzeuge haben für den Online-Modus, weil da kannst du gut Fahrzeuge gebrauchen. Und ja, ich würde sagen, wir fahren einfach mal Streckenerfahrung, da lernen wir ein bisschen die Strecken kennen und auch unterschiedliche Fahrzeuge. Das ist an sich, denke ich mal, ein ganz guter Einstieg, um uns ein bisschen zu kennenzulernen. Da, klar, Fahrschule sollte man normalerweise machen, aber... Ja, ich muss sagen, ich fand die Barretto so 5 und 6 schon echt nervig. Hier muss man sie Gott sei Dank nicht mehr machen, um bestimmte Sachen fahren zu dürfen. Weil bei den letzten Teilen war es ja immer, dass du eine Lizenz brauchst. Ist hier nicht mehr der Fall. Zumindest habe ich soweit nicht gesehen, dass es irgendwie limitiert ist. Was ich ganz gut finde, weil das hat mich echt abgefuckt, weil ich die Fahrschule echt nur langweilig fand. Dementsprechend, mal gucken. So, wir gehen mal in die Streckenerfahrung rein. Lernen Sie Strecke für Strecke mehr über die Bremspunkte und die Ideallinien. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und hier haben wir alle Strecken, die wir fahren können. Und wo wir uns ein bisschen erlernen können. Und ich denke mal, das ist doch mal ganz gut. Da lernen wir ein bisschen alle Strecke kennen, fahren wir alle Strecken mal im Spiel. So viele sind es ja letztendlich jetzt auch nicht. Dementsprechend, und Nordschleife bringt natürlich so viele Punkte. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Kyoto Driving Park in Miyabi an. Machen Sie sich mit jeder einzelnen Strecke vertraut. Nehmen Sie sie lernen, wo Sie bremsen müssen, wo Sie Gas geben können und so weiter. Das Ansehen der Videos zu den besonderen der Strecke ist ein guter Weg, sich schnell zu verbessern. Ach, muss ich Videos angucken? Sektor auswählen, ein Rundenrennen. Ah, okay, wir fahren Sektoren. Und dann fahren wir nochmal einen zweiten Sektor und dann fahren wir einmal eine ganze Runde und fahren hier TT Cup. Das ist ganz cool. Nebenbei in der Kampagne hast du selten, dass du das eigene Fahrzeug benutzt. Es gibt ein paar Rennen, wo du immer ein eigenes Fahrzeug nutzen musst. Aber die meisten gehen mit Autovorgaben. Dementsprechend, die Autos kaufst du meist eben für die Online-Rennen. Also wer Singleplayer ausgelegt ist, der wird mit Gentoo Support, denke ich, auf Dauer nicht zufrieden werden. Da ich auf Dauer auch Multiplayer zocken will, geht das für mich aber klar. So, ich würde sagen, wir fahren einfach mal die Sachen hier, weil ihr seht schon, das bringt gut Credits auf jeden Fall. 13.000 und am Ende sogar 23.000 für mal hier ein bisschen Runde fahren. Das sollten wir doch, denke ich mal, hinbekommen. So. Guck mal, wir fahren den TT Cup, würde ich sagen. Das ist schon mal ein schönes Fahrzeug auf jeden Fall. Muss ein bisschen aufpassen, der Kollege hat ja Frontantrieb und dementsprechend ist es ein, denke ich mal, giftiges Fahrzeug beim Anbremsen. Das ist zumindest auch bei den ganzen Tourenwagen, die Frontantrieb haben, dass die gerne mit dem Arsch kommen, wenn du ja in die Kurve reinbremst scharf, weil natürlich das ganze Gewicht verlagert sich nach vorne, hinten ist gar nichts mehr und die Hinterachse kann einfach machen, worauf sie Bock hat. Dementsprechend sind die dann doch ein bisschen giftig zu fahren. Man muss also eigentlich immer in den Kurven so ein bisschen versuchen, leicht am Gas zu bleiben, um den Wagen immer so ein bisschen noch in Spur zu bekommen. Sonst wird das dementsprechend lustig. So, wir können jetzt theoretisch das Video jetzt angucken, das machen wir auch mal nicht. Und wir können Fahrhilfen auswählen. Was haben wir denn? Autopilot wollen wir auf keinen Fall. Wir können eh nochmal alles einstellen. Dementsprechend machen wir das mal. Lenkradsteuerung natürlich mit dem linken Stick. Pedalsteuerung natürlich mit dem Stick, mit denen. Und der Rest passt dann weit auch so. Okay. So, jetzt machen wir ganz kurz nochmal Fahroptionen. Weil ein bisschen was können wir hier nämlich noch einstellen. Traktionsteil stellen wir mal auf 2, das reicht mir. Ideallinie, Hilfe, Pylonenmarkierung. Ja, komm mal, Pylonenmarkierung. Lass mal ruhig mal an, warum nicht? Kann ich schaden, das ist aus, Gegenlenkhilfe, die lasse ich sogar mal an, weil die Sache ist nämlich, ich hatte bei der Demo echt Probleme, wenn ich Karren angefangen habe zu pendeln, dann habe ich mit dem Controller echt meine Zickereien bekommen. Ich habe jetzt auch schon gehört, mit dem Lenkrad soll ich es echt gut fahren, mit dem Controller gibt es ein bisschen Zickereien ab und an. Das ist bei Forza genau umgekehrt. Es hört sich auch mit dem Controller trotzdem gut, das Spiel, ja, aber wie gesagt, es ist manchmal ein bisschen, ich habe schwer Probleme damit, Sachen einzufangen. So. Die Perspektiven kann ich immer noch nicht anfangen. Ich müsste das mal nochmal gucken. Unter der Demo habt ihr das ja geschrieben. Da muss ich nochmal gucken. So, Guys will ich nicht. Fahrernamen anzeigen. Machen wir auch mal aus. Finde ich, macht nur die Optik kaputt. Und den Rest lassen wir so. Ne, würde ich sagen, gehen wir mal ins erste Rennen hier in der Vollversion von GT Sport. Und gucken wir mal, dass wir hier den Kyoto Driving Park meistern. So, erstmal eine andere Ansicht. Ich hätte gerne wieder Außenperspektive. Dankeschön. So, dann gucken wir mal. Wir haben Automatikgetriebe, ne? Das finde ich gar nicht so geil. Warte mal ganz kurz. Ja, zurück in die Strecke, bla bla bla. Wir haben Automatikgetriebe rennt. Damit fahre ich nicht. Das habe ich vergessen auszustellen. So, jetzt nochmal das Ganze. Ich wollte nicht drauf geachtet. So, manuell. Das ist schon besser. Weil, ich muss selbst schalten. Das ist sonst, gefällt mir sonst nicht. So. Machen wir das Ganze nochmal. Das Schöne ist ja, die Pylonen zeigen eben an, wie gesagt, wo die Punkte sind. So, wir haben auch oben die Zeit, die wir schlagen müssen. Möglichst sollen wir natürlich auf Gold, weil das bringt uns natürlich gut Credits. Allein 13.000 hier, so. Wir sehen, die Pylonen halt zeigen halt an, wo man sich ungefähr befinden soll. Wenn du hier außen die Kurve fahren sollst, hier musst du innen am Scheitelpunkt sein. Bei der Pylone soll es auch innen am Scheitelpunkt sein. Und hier auch nochmal. Und dann, ja, fährst du einfach mal Silber ein. Das war nicht Gold, aber ich glaube, Gold könnten wir hinbekommen. Ich glaube, also was, wir probieren nochmal Gold. Das kriegen wir nochmal hin.
Aber die Pylonen sind gut. Das ist keine. Ich mag hier diese Ideallinienanzeigen nicht, aber die Pylonen sind gar nicht mal so schlecht, weil die eben zeigen, wo du am Außenkurm äußeren sein musst. Hier musst du jetzt einlenken, genau hier. Und dann musst du jetzt hier an einer Stelle, ist nämlich dann der Scheitelpunkt. Und da soll man dann schon wieder aufs Gas gehen, nämlich hier. Und dann nach außen treiben lassen zu der Pylone. Dann geht es hier rüber zu der, genau. Dann ziehen wir hier wieder in den Scheitelpunkt rein. Und da fährst du dann einfach mal eine Goldzeit ein, ne? Die Pylonen, wie gesagt, du brauchst, ist keine Ideallinie, keine direkte, aber sie helfen dir trotzdem, eine sehr, sehr gute Linie zu finden, weil du dich genau orientieren kannst, wo der Scheitelpunkt der Kurve ist. Das finde ich an sich gar nicht mal schlecht. 24.000 gibt das einfach mal. Alter, ihr habt da einen Arsch offen, ey. Die schmeißen dann mit dem Ding. Ja gut, die Mission machen wir alle. Dann haben wir erstmal Cash. So, ein paar Meilen gibt es natürlich auch. Zurückgelegte Strecken gibt es auch nochmal drauf. Und nochmal ein bisschen Erfahrung kriegen wir auch nochmal dazu. Ja, sehr geil. Das lohnt sich schon mal. Das würde ich schon mal sagen. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, gehen wir mal da raus. Fahren wir mal in den zweiten Sektor. Oh, ja, ich hätte direkt hier auswählen können, schätze ich mal, ne? Ja, ich hätte direkt im Menü auswählen können. Weil jetzt müssen wir natürlich noch in den zweiten Sektor fahren. So wie natürlich auch die gesamte Strecke. Die wollen natürlich gemeistert werden. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier rein und fahren den zweiten Sektor der Strecke. Und dann haben wir ungefähr den Aufbau der Strecke. Ich finde es ja ganz geil, dass die aufgeteilt ist in Sektoren. Das haben sie bei der Nordschleife auch, deswegen hatte ich ja so viele Punkte. Weil, naja, die Nordschleife in ein paar Sektoren aufteilen ist jetzt mal nicht kurz so. Ne? Das ist schon ein bisschen Distanz, die sie da aufteilen müssen. Dementsprechend lernst du dann halt nach und nach die Strecke kennen, was ich echt cool finde. Und wie gesagt, wir verdienen Credits. Ich nehme das jetzt mal als Singleplayer-Anteil. Und ja, naja, kommenden Folgen werden wir schon direkt in Multiplayer gehen. Also ich werde so ein bisschen wechseln, was wir machen. Damit wir so ein bisschen alles haben, weil ich möchte euch ja so einen schönen grundsätzlichen Abriss des Spiels bieten und da habt ihr, denke ich, Bock drauf und ihr habt da auch hart Bock drauf, muss ich sagen. Also mir macht es Spaß zu spielen. Mir macht es wirklich Spaß zu spielen. So. Gut, das können wir direkt mal neu versuchen. Ich habe mich vergessen zu, habe zu spät runtergeschaltet. Hier ist der Scheitelpunkt. Jetzt haben wir nicht das Problem, Frontantrieb, wie gesagt, voll aufs Gas gegangen. Schießen zum Kurvenäußeren. So, hier über den Curb. Na, das war kein guter Versuch, glaube ich. Es hat aber gereicht für Gold. Okay, war gar nicht mal so schlecht, weil die erste Kurve war nicht optimal. Ich bin zu weit nach außen gekommen. Ich habe den Scheitelpunkt nicht vernünftig mitgenommen. Aber na gut, es gibt 24.000 Credits für so ein bisschen was, ne? Also die Kampagnenmissionen bringen deutlich weniger, falls euch das interessiert. So, zumindest war es in der Demo so. Sehr gut, haben wir es geschafft. So, dann gehen wir mal weiter. Eine Runde rennen. So, jetzt geht es nämlich darum, das Ding natürlich komplett zu fahren, weil, naja, im Sektor fahren kann ja jeder. Jetzt müssen wir halt die komplette Runde einmal schaffen. Und dann strengen wir uns nochmal an. Die Piloten sagen uns ja wieder an, wo wir hin müssen ungefähr. Der TT fährt sich aber sehr angenehm, das TT-Cup-Fahrzeug hier. Der macht eine Menge Spaß fahren. Wie gesagt, ein bisschen giftig ist er. Aber das ist vollkommen beherrschbar. Ah, letzte Kurve versemmelt. Ja, das wird im ersten Anlauf nicht. Wir fahren die Runde trotzdem mal zu Ende. Oh ja. Ja, okay. Ja. Das war mal rein gar nichts. Reicht das trotzdem für Gold? Das hat trotzdem. Ah, okay. Ah, okay, okay. Ja, gut. Hat nicht für Gold gereicht. Der Grund ist ganz einfach, ich habe eine Abkürzungsstrafe bekommen. Deswegen hat er kurz angezeigt, langsamer. Du kriegst mal Zeitstrafen, die musst du absolvieren. Entweder du fährst im Rennen dann eine kurze Zeit für diese Zeit der Sekundenstrafe halt. Fährst du kurz langsamer und der nimmt die Strafe weg. Oder du fährst halt das Tempo durch und kriegst am Ende eine Zeitstrafe drauf, was wir jetzt bekommen haben. Dementsprechend hatten wir dann kein Gold mehr. Weil wir haben die letzte Schikane, lassen wir mal liebevoll ausgelassen, weil die haben wir ja gar nicht gefahren. Das zählt ja nicht. Ah, da musste ich korrigieren, das war nicht schön, das war nicht schön. Nee, okay, ah, scheiße. Verdiente Meilen, Stufe 1 abgeschlossen. Hey, wir haben genug Meilen gerade gesammelt. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal schön. Das wird auf jeden Fall, denke ich mal, gut anspruchsvoll auf der Nordschleife, weil da die Goldzeit zu erreichen, da darfst du halt wirklich auf gut Distanz keine Fehler leisten. Und die Nordschleife, ja, ist eine Strecke, die dir ganz gerne Fehler abluchst, plus eben noch, ja, echt nicht gerade einfach zu fahren ist. So, den Sektor sind wir gut durchgefahren.
Ah, wie? Ey, das gibt es nicht. Ich verbremse mich hier jedes Mal. Es wird jetzt schwer, Gold zu kriegen. Es wird jetzt schwer. Zeitstrafe haben wir im Moment keine. Nee, das wird reichen. Sehr gut, okay. Ja, ist doch, er ist relativ locker. Wir haben 1,4, wir haben noch eine Sekunde Zeit gehabt, obwohl wir halt die eine Kurve da versammelt haben. Also ist doch relativ kulant, was das angeht. Ist doch relativ kulant. So, sehr gut. Damit haben wir die erste Strecke gemeistert, liebe Leute. Die erste Strecke haben wir damit schon mal geschafft. Die Wiederholung speichere ich mir natürlich liebevoll, weil verdammt, jetzt kann man sowas immer gebrauchen. Dementsprechend nehmen wir das immer mal mit. Ja, bitteschön, dankeschön. So, und wir gehen zur nächsten Strecke, würde ich sagen. Da gucken wir doch auf jeden Fall mal an, weil, ja, wir wollen die Strecken lernen. Wie gesagt, es bringt gut Cash und wir können damit Autos sammeln. An sich nicht schlecht. Alle Gottreichsjäger, oh, wir kriegen sogar ein Auto dafür geschenkt. Ja, guck mal an hier. Das lohnt sich ja sogar richtig. Geld und Autos. Das, oh, wir haben 4 Autos, schöne Autos zur Auswahl. Den Type R ist zwar cool, aber hätte ich gerne. Ich hätte gerne einen Rennwagen. Ja, gib mir den Renault. Ah, natürlich gewinnen wir den Type R. Ich hätte mich auch gewundert, hätten wir irgendeinen Rennwagen bekommen. Honda Civic Type R 2015 ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Also, ich glaube, man kann sich weniger beschweren. Meister erreicht, selber für alle Goldpreise gewonnen und Kyoto Drive im Streckenerfahrungsmodus gemeistert. Bonus freigeschaltet, Aufkleber, ja geil. Nochmal Aufkleber. Ah, dieselbe Aufkleber, okay. Sehr cool, wir haben glaube auch einen Boni bekommen, weil wir haben nämlich die Meilenstein für die Fahrt geschafft. Stufe 6, Brainset haben wir freigeschaltet und ein Bonus haben wir bekommen, wegen verdiente Meilen da. Haben wir nicht einmal geschafft, gibt auch mal 200 Meilen drauf und nochmal ein bisschen Erfahrung. Und da sind wir sogar schon Level 7, mein Gott ey, wir werden heute in dieser Folge richtig zugeworfen mit Sachen. Stufe 7. Dafür gibt's nichts, ne? Doch, gibt's da. Tokyo Expressway. Yay, go here. Wir werden heute zugeworfen. Also, brecht dich schon mal damit. Wir kriegen einfach nur alles entgegengeworfen. So. Wir machen weiter mit der nächsten Strecke, weil das lohnt sich anscheinend. Haben wir noch eine mit 3 Punkten? Wir haben noch eine mit 3 Punkten, weil ich denke mal, das ist ganz gut für die heutige Folge noch. Und wir haben sogar eine mit 1 Punkt. Komm, wir probieren mal North Isle Highway. Da gibt's noch eine runde Herausforderung. Fahren Sie einfach das Oval. Verkacken Sie es nicht. SS AMG GT3. Ja, legen wir los. Komm schon. Komm, das ist geil. Ja, wir haben einen Sektor. Der ist rund. Das war's dann auch. Aber gut, machen wir das noch. Und vielleicht noch die 2-Punkte-Strecke. Aber das werden wir alles schön durchmachen. Das macht auch Laune, muss ich sagen. Das macht echt Laune. Und wir lernen hier die Strecken. Das ist ja ein Pluspunkt, weil für den Multiplayer ist ja nicht so schlecht, wenn du die Strecken kannst. Und mit der Fahrphysik klarkommt, weil das immer so ein bisschen meine Zickerei ist, dass ich mit den Fahrphysiken dann immer so ein bisschen nicht ganz gut mit mir komme. So, gucken wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie hier Pylonen markiert werden. Oh, der ist schnell. Okay, Pylonen stehen hier keine. Die gehen aber auch Vollgas, das ist das Geile. Ich weiß nicht, warum die fürs Ovalen GT3-Bullen genommen haben, nicht Nesca oder sowas, aber ist egal. Ich frage einfach manchmal nicht. Die haben das Spiel auch damals mit dem Oval präsentiert, also dementsprechend. Ja, mal gucken, wie viel Geld ich jetzt dafür bekomme. Das war jetzt auf jeden Fall sehr herausfordernd. Rekordgoldziel erfordert. Ja, bam, Junge. 37.000 für eine Runde Oval fahren. Hau weg damit. Bam, gib mir Erfahrungspunkte. So. Jetzt kriegen wir noch ein Auto dafür. Oder? Ich hab's auf Gold geschafft. Krieg ich jetzt ein Auto dafür? Das wäre voll geil. Krieg ich dafür was? Ja, mein Geschenk, oder? Ja, guck mal an. Mein Gott, das ist immer geil. Ich will den Bugatti, Alter. Jetzt gib mir wohl nicht den Peugeot. Gib mir den Bugatti. Nein, nicht den Peugeot! Ja, okay, den ersten Martin nehme ich auch. Gib mir schon wieder die Krücke. Ja, erste Martin von 12 Vantage G3. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir heute geworfen werden mit Sachen. Geil. Sehr schön. Sticker. So, wir hatten noch irgendwo noch eine mit 2 Punkten, oder? Wir hatten keine mit 2 Punkten. Habe ich mich vertan? 3 Punkten hatten wir eine, ne? Genau. Wir könnten hier, komm, machen wir mal Blue Moon Bay Speedway. Ist auch ich weiß nicht, warum man Speedway in 3 Sektoren verteilt, aber ist egal. Letztes Mal. Nehmen wir mit dem Mustang Gruppe 3. Legen wir heute richtig los in der ersten Folge. Weil wir Streckenerfahrung durch haben, dann machen wir noch die Kampagne und wir machen den Multiplayer. Also, ja, ich hab halt Bock drauf. Für mich ist Gran Turismo, habe ich auch in der Demo erwähnt, so ein Sofa-Titel wie Forza. Schmeißt du an, spielst eine Runde. Das ist so für mich Gran Turismo und auch Forza, weil es für mich halt keine richtigen Simulationen sind. Es geht in eine Simulationsrichtung, ja. Wenn du PC-Rennsimulation gespielt hast, dann weißt du, dass es keine sind. Ist einfach so ein Titel, wo ich einfach mich dran setze, ey, kleine Runde zocke und ja, das war's. Also das ist halt einfach, das macht halt einfach mal so eine Runde zwischendrin Bock. Das ist ganz geil. Gut, der Gruppe 3 Mustang sieht geil aus. Der ist fett. Gibt's den Pylonen? Nee, gibt's nicht, das ist super.
Ach, kannst du aber gut einschätzen, den Wagen. Das war eine perfekte Kurve, Alter. Bam! Soll ich sagen, ich hab keinen Skill, Alter. Gut, ich fahre mit Traktionstrolle an, ich sollte die Fresse halten, aber ich bin ja in der Demo ohne mal probiert. Ich mach das nicht nochmal. So, Meilen. Kilometer Erfahrung, schmeiß her damit. So. Dann, nächste Veranstaltung. Machen wir direkt die Stufe 2 da hinterher. Das Schöne ist, wenn du das direkt miteinander machst, gibt's keine Ladezeit. Das ist ziemlich sexy, muss ich sagen. Das ist ziemlich geil gemacht. Gut, die Strecke hat er ja auch schon reingeladen. Ist ja nicht so, als hätte er die nicht. Dementsprechend kann ich die voll nehmen, weil er sagt mir keinen anderen Gang. Okay. Ganz schön viel Funkenflug. Gut, das ist ja auch letztendlich ein GT3, den wir hier fahren. Gruppe 3 ist die GT3-Klasse des Spiels. Was ich ganz cool finde, dass sie so eine eigene Fantasie-Klasse gemacht haben, weil das, ja, muss in Gruppe 3 gibt's nicht. Das sollte auch klappen, hoffe ich. Hallo, komm schon, muss dann komm. Bam! Ach, wie kann man so viel Skill haben wie ich? Das ist ja der Wahnsinn. Geld regnet, es regnet Geld, es regnet Meilen, es regnet Kilometer, es regnet Erfahrung. Yay, und es regnet vielleicht wieder ein neues Auto, das ist auch ein großer Pluspunkt. Also wir verdienen heute uns richtig gut Autos. Klar, mit den Credits können wir auch Autos kaufen, aber im Moment habe ich kein Bedürfnis dazu, weil das Spiel mir halt alle Autos gibt, die ich bräuchte. Das ist auch ganz gut. So, dann gucken wir mal, was die Runde auch noch hinbekommen. So, ich komme echt, also die Gruppe 3, ich muss sagen, ich habe Bock auf die Klasse. Ich sag, ich habe grundsätzlich Bock auf die Rennklassen, weil Gruppe 3, Gruppe 4 halt sehr, sehr viele einzigartige Autos bietet, die halt nur Gran Turismo haben, weil es halt keine echten sind. Das sind eben zwar echte Autos, aber die gibt es halt echt nicht so als Rennwagen. Das ist ganz cool, auch wenn es bescheuert ist, ein Bugatti Chiron als Gruppe 4 gibt und ja, man den mit einem Scirocco platt machen kann. Das ist halt so ein bisschen, es wirkt ein bisschen sehr surreal, aber na gut. So ist der Schrock, der Veron dann anscheinend asozial gedrosselt. Und bam! Ja geil, nächste Stufe abgenommen, wir kriegen schon wieder Boni. Wir kriegen schon wieder Boni hier. Geld, Meilen, Kilometer und Erfahrung. Ich finde auch die Melodie immer so geil. Das ist so wie ihr Wetten, das, als wenn du gerade Wettkönig geworden bist. Geld, Wiederholung ansehen, genau, die wollte ich kurz speichern. Wir können auch mal kurz reingucken. Das sieht schon geil aus, ne? Das ist richtig, in der Wiederholung wirkt es gerade, als würden wir 500 fahren. Alter, was eine Geschwindigkeit. Aber es sieht schon, die Wiederholungen sehen schon geil aus. Das Spiel an sich sieht auch nicht schlecht aus, man muss ja auch so sagen. Im Vergleich zum letzten Gran Turismo hat sich da viel getan. Das ist schon schick. Das ist schon echt nicht schlecht. So, und auch nicht schlecht ist, dass wir jetzt schon wieder ein Auto bekommen. Das ist auch jetzt nicht so schlecht, ne? Also man kann sich da jetzt eher weniger beschweren. Sehr gut, Sie haben ein Geschenkauto. Was gibt's denn da zur Auswahl? Ah, geil. Es gibt nur ein Standardauto dabei. Das Geile ist, das Standardauto ist diesmal ein Ferrari 458. Ich beschwere mich da jetzt eher weniger, wenn ich ihn bekommen würde. Okay, Gruppe 3, Subaru. Müssen Gruppe 3 sein, ne? Ja, DX Gruppe 3. Wir kriegen echt ziemlich geile Autos heute. Also ich muss mich ja schon mal, finde ich ja schon ziemlich geil. Und wir haben noch einen Boni, den wir einsammeln können. Den holen wir uns natürlich auch nochmal schnell. Da unten. Zurückgelegt sein, es steht ein Bonus zur Abholung. Ich würde gerne mal da unten hinkommen. Dankeschön. So, zurückgelegte Distanz. Auch nochmal 200 Meilen. Und nochmal Erfahrung drauf. Bam, nächste Stufe. Stufe 8. Sehr gut. Was gibt's dafür? Eine weitere Arcade-Strecke. Ja, sehr geil. Und ich würde sagen, in der kommenden Folge, ja, die kommt heute sogar noch. Heute gibt's, glaube ich, noch so 2-3 Folgen weiter noch. Machen wir weiter mit der Streckenerfahrung. Da werden wir auf jeden Fall noch weitermachen, weil da haben wir noch ein paar Sachen, die wir machen wollen. Weil ich will erstmal ein paar Autos sammeln, bevor wir in den Online-Modus gehen, weil dann habe ich schon mal ein paar Autos zur Auswahl. Das ist, denke ich mal, gar nicht mal so verkehrt. Und da haben wir auch ein bisschen was rumprobiert. Und wir haben noch ein paar Strecken auf jeden Fall, die abgefahren werden wollen. Das und alles mehr in der nächsten Folge hier bei Gran Turismo Sport. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich muss sagen, ich habe Bock drauf. Und wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Und wir sehen uns in der kommenden Folge hier auf der PS4 wieder. Bis dann. Tschüss.